Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Well, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly. Ho, ho, ho! Aus dem Walde kommen wir. Heute ein Spezialvideo am 24. Dezember. Genau. Heute ist Weihnachten. In Österreich, Deutschland ist dort Bescherungsnacht. In Amerika ist ja am 25. eigentlich der erste Freiwillige, der erste offizielle Weihnachtstag. Aber bei uns feiern wir am 24. Genau. Ich kann mich erinnern, bei uns früher in meiner Kindheit, da war es so, dass wir da am 24. hat uns die Mama und der Papa ins Zimmer geschickt, dann haben wir dort 3 Stunden warten müssen. Und dann hat es gelockert gleich. Und dann hat es gesagt, jetzt kommt das Christkind mal da. Dann ist der Baum da gestanden, heute noch steht der Baum schon bei manchen 2-3 Wochen vorher schon. Ja. Ich habe das früher als Kind nicht gehabt. Bei uns ist der frisch aufgebaut worden und Mama hat gesagt, sie muss ein Christkind helfen. Hat sie aufgebaut und dann haben es Schlüssellöcher zugepickt, dass wir ja nicht durchmachen. Ja, nicht hören, das war schon langweilig. Ja. Wir haben zwar Pferde schon dürfen, dann aber so, das war langweilig. Weißt du, du weißt ganz genau, jetzt geht's gleich los. Ja, dann haben wir jetzt schon Weihnachten. Ho, ho, ho. Nein, wir von Buschkraft, Bayerischer Wald, genau, der Waldschaft. Und der Buschwalzi. Wir wünschen euch jetzt frohe, gesegnete Weihnachten. Frohe Weihnachten, schöne Feiertag. Ruhige Feiertag. Ja, ruhige Feiertag. Entschleunigen den ganzen Stress. In der Hoffnung, dass euch eure Verwandten sehen dürft, sehen könnt. Ja, das ist ja nicht so einfach, weil man nein, ich wieder daheim sein muss, weil wir haben alle Hausarrest, sondern hat er keine Kinder. Das ist schwierig in dem Jahr und ja. Deswegen vielleicht noch mehr. Ja. Ich bin leider alleine daheim, Herr Weihnachten. Meine Eltern, meine Verwandten sitzen alle in Österreich. Nein, und grenzübergreifend ist nur schwieriger. Ist nur schwieriger. Also ich bin auch allein. Also in Österreich machen sie jetzt da ab 26. oder ab 23. Ich weiß es nicht genau, machen sie auch wieder einen kompletten Lockdown. Am 3. ist mittlerweile schon. Mhm. Naja. Ja, wir müssen es aussetzen. Das wird uns nicht helfen, ob es uns gefällt oder nicht. Aber gerade in der Situation umso mehr. Schaut mit der Familie und so. Das ist schon extrem wichtig. Gerade auch für die, wo die Familie nicht beieinander ist. Weißt. Genießt es, genießt die Ruhe. Ja, genießt es. Lasst den ganzen Stress vom letzten Jahr runterfallen. Und dann darf ich sagen, dann sehen wir uns. Auf alle Fälle vor Silvester. Ja, sowieso jeden Freitag. Ja, ja, das. Wenn wir es schaffen, wir müssen sie wirklich da mal entschuldigen, aber es geht einfach nicht. Ja, spielt es wieder nicht mit oder lassen es leider Gottes die momentanen Gesetze nicht zu. Wir versuchen es, dass wir was machen. Wenn es nicht geht, müsst ihr uns entschuldigen, wenn mal eine Woche gar nichts kommt. Ja, das hilft halt damit. Es ist ja mit sehr viel Kosten behaftet. Gell? Wenn sie da putzen oder was, da bist du gleich am Anfang. Ja. Und das ist halt dann der nächste Punkt, das, wo es nicht sein muss. Nein, aber so, zu diesem Sinne, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau. Und genießt die Zeit. Wir sehen uns. Auf alle Fälle. Eicher Buschütze. Der Waldschreiber. Pfiat euch.